Nationalpark Harz, der Brockenurwald und was Borkenkäfer und Hirsche davon übrig gelassen haben. 2008 schrieb Förster Georg Sperber in seinem Buch Urwälder Deutschlands: Der Nationalpark Hochharz birgt in den Hochlagen eine Besonderheit, den Brockenurwald. Dessen abgeschiedene Lage und eine Vielzahl von Hangmooren und Granitblockfeldern hat diesen ausgedehnten, uralten, natürlichen Bergfichtenwald vor der Holznutzung verschont. Urwaldfichten bis 200-jährig und älter stehen licht und ihre grünen Kronen reichen tief herab. Merkmale wie flechtenbedeckte Uraltfichten, Totholz und Jungwuchs auf Rannen, umgeworfene modernde Stämme, machen dieses in Deutschland beispiellose Urwaldrelikt unverwechselbar. Das schrieb Georg Sperber im Jahr 2008. 12 Jahre später ist vom Brockenurwald nicht mehr viel da. Was der Borkenkäfer übrig lässt, das fressen die Hirsche. Nirgendwo Vogelbeeren, nirgendwo Weiden, nirgendwo Bergahorn, nicht einmal Birken.